Das Musikvideo zu unserem Song dreht sich um die Sage des Narziss. Beim Musikvideo ging es uns darum, diese unrealistischen Körperbilder zu kritisieren, die man in der Werbeindustrie, in der Modeindustrie, aber eben auch in der pornografischen Industrie immer wieder sieht. In der ganzen Medienwelt eigentlich. Und der Bezug, den wir da zur Narziss-Sage ziehen, ist, dass Narziss, wenn er auf das Wasser schaut, auch einen Körper vor Augen hat, den er abseits des Wassers im echten Leben nie sehen wird. Wir hatten großartige Hilfe von Cornelius, unserem Regisseur, der über den gesamten Prozess den Überblick behalten hat und sich auch ganz um die Technik gekümmert hat. Ja, Conny, Alter, ey, richtig cooler Typ. Kennt sich richtig aus, kommt da erstmal mit seiner Ente angefahren, mit seiner roten Ente von 1975, steigt in Latzhosen aus und regelt einfach das Ding. Gordy kennen wir ja schon länger, der hat auch beim letzten Musikvideo zu Aletto Pelikan die Kameraführung und den Schnitt gemacht. Ja, Gordy ist, glaube ich, der größte kreative Hustler, den ich so kenne. Gordy hat sich in der Zwischenzeit auch persönlich in seinem Handwerk deutlich weiterentwickelt und ist da also mit sehr nice Kamera-Equipment angerückt und hat dann in Zusammenarbeit mit Cornelius ein richtig großartig aussehendes Video gezaubert. Also nachdem wir da angekommen sind in dieser Halle, haben wir direkt eigentlich angefangen, das Bühnenbild aufzubauen, weil das halt auch eine ganze Zeit dann wieder gedauert hat. Sowohl die Band als auch alle anderen am Set haben dann diese Folien an die Rahmen rangetackert und das alles zusammengesetzt. Zusätzlich zu Cornelius und Gordy hatten wir unter anderem noch Fanny im Team. Fanny hat das Bühnenbild gebaut, kommt aus der architektonischen Richtung und weiß eben, wie man solche Pläne zeichnet und was da alles handwerklich zu beachten ist. Nee, Fanny kennt sich auf jeden Fall übelst aus mit Akkuschraubern, mit Werkzeug, also richtiger Heimwerker. Das Ding, was da zusammengebaut hat, diese Kulisse, ist einfach noch mega krass. Der Kulissenaufbau bestand aus einer sechseckigen Bienenwabe und einem langen Spiegellaufsteg davor, der rechts und links lange Kunststoffbahnen von der Decke hing. Normalerweise sollte man meinen, dass bei einem Musikvideo an sich eigentlich das Aufbauen und die Planung das Stressigste ist. Aber wir haben dank einer sehr guten Atmosphäre und eines tollen Teams auch das geschafft, das Ganze zu einem sehr spaßigen Prozess zu machen. Und die Atmosphäre war einfach so klasse, dass man sich da richtig wohlgefühlt hat. Und man muss ja auch sagen, dass durch den ganzen Corona-Rummel der menschliche Kontakt sehr eingeschränkt war. Und es war einfach sehr schön, mal wieder was mit Leuten zusammen zu machen. Auch wenn wir natürlich sehr strenge Schutzmaßnahmen da am Start hatten. Also aus der Konzeption heraus war es eigentlich relativ schwer für mich, sich vorzustellen, wie das ganze Set am Ende aussieht. Und dann, als es zum Moment kam, als wir quasi diese ganzen Elemente alle zusammengesteckt haben, war das schon ein besonderer Moment. Und vor allem kam mir dieses ganze Konstrukt dann doch deutlich größer und monumentaler vor, als man sich das so eigentlich vorgestellt hatte. Und dann war ich doch auch relativ beeindruckt, wie schlüssig und allgemein einfach funktionierend dieses ganze Bild ausgesehen hat. Es war auf jeden Fall die coolste Bühne, auf der wir je gespielt haben. Als dann alles fertig war und man davor gestanden hat und gesehen hat, was man so in der Zeit geschafft hat, war es total geiles Gefühl. Man war total euphorisch und man hat nur noch gedacht, lass uns bitte anfangen. Ich will mich umziehen, ich will mich verkleiden, ich will da reingehen und ich will unbedingt diesen Song darin performen.